Die gute alte Dampflok. Für Modellbahner jeden Alters ein Stück Heimat. Meist ist eine dabei, wenn sie ihre Region nachbauen. Wir zeigen Schauanlagen von 5 Modellbahnclubs, in denen ihre Heimat mitspielt. Mal detailgetreu abgebildet, mal eher beiläufig. Auf Messen sind sie zu bestaunen. Als erstes schauen wir nach Sachsen. Die Arbeitsgemeinschaft Modellbahn Meißen hat sich als Vorbild Lommatzsch in der Nähe ihrer Heimatstadt ausgesucht. Die Clubanlage zeigt uns Frank Fellmann. Die Freude am beweglichen Detail. Überall ist sie zu spüren. Für die Vereinsmitglieder ist der Miniaturbau Herzensangelegenheit. Quasi sowas wie ihre Hymne an das Sachsenland. Bei mir ist es schon eine Liebe seit dem Kindheitsraum. Bei mir war alles Eisenbahn und mich hat eigentlich fasziniert, dass sich da was bewegt, die langen Züge. Und ich kenne es noch von der Dampflok bis zur jetzigen Zeit. Dienstbeginn in Lommatzsch, an der heute stillgelegten Strecke Riesa-Nossen. Eine Dampflok der Baureihe 9420 soll die Güterwagen abholen. Der Rangiervorgang braucht auch in Baugröße H0 seine Zeit. So eine Eisenbahnwelt haben die meisten Vereinsmitglieder noch erlebt. Sie schöpfen Ideen aus der Erinnerung an ihr Leben in der DDR. Für Modellbauer die Epoche 3 und 4. Also unser Verein besteht seit 1952. Wir sind ca. 35 Mitglieder. Natürlich, der größte Teil sind schon Ältere, so wie ich, fast Rentner und kurz davor. Ein paar Jugendliche haben wir, aber es ist zurzeit sehr schwierig. Das, was jetzt die Jugend anspricht, ist Computertechnik und da fehlt eben der Nachwuchs ein bisschen. Obwohl man sagen muss, auch die Jugend, wenn sie zur Ausstellung kommt, sind sehr interessiert. Wir haben kein konkretes Vorbild für die gesamte Anlage, wollten uns aber ein bisschen an unsere Heimat, an Sachsen, orientieren und haben zum Beispiel den Bahnhof Lommatzsch im Originalmaßstab 1:87 nachgebaut. Ihm gegenüber stehen die Meißner Stadthäuser, die auch in Meißen dem Bahnhof gegenüberstehen, ebenfalls im Maßstab 1:87. Hotel Ross gab es in der DDR, aber Wienerwald und McDonald's? Die Straßenbahn passt dann wieder. Die Straßenbahn, das läuft alles im Automatikbetrieb. Da gibt es natürlich einige Freunde bei uns, die sich speziell damit beschäftigen und damit auch neue Stoppstellen entwickelt haben, selber gebaut haben, die Fahrzeuge selber umrüsten, weil wir, wie gesagt, die Epoche 3 und 4 machen. Und diese Fahrzeuge gibt es nicht unbedingt im Handel, sodass Eigenbau angesagt ist. Und wir haben zwei Highlights, die selbst die Firma Faller nicht wahrhaben wollte. Wir haben auf unserer Anlage einen Fahrstuhl, wo der LKW unten reinfährt, hochgefahren wird und oben wieder rausfährt. Und wir haben eine Drehscheibe, weil wir nicht wenden konnten, fährt er in das Gebäude rein, wird gedreht und wieder rausgefahren. Schnell was ein- oder ausladen und weiter geht's.
Hier wird eine Menge mehr oder weniger erfolgreich verladen. Und dann entstehen immer neue Ideen, man könnte dies und jenes machen, auch was fürs Publikum. Und ein Highlight ist auch ein Kran, der vom Publikum gesteuert werden kann. Auch eine Rangierlok der Reichsbahn mischt mit. Sie pendelt zwischen Güterbahnhof und Industriegebiet. Bei der Glasfabrik hat die Diesellok der Baureihe 106 Vorfahrt. Zurück am Güterbahnhof. Hier ermöglichen ihr viele Weichen viele Wege. Die Steuerung erfolgt noch analog. Das heißt, wir fahren nicht mit Computer oder digital. Aber wir haben natürlich viel Technik eingebaut, sodass die komplette Hauptbahn automatisch fährt. Und wir können natürlich, wenn wir wollen, auch die Anlage mit Hand steuern. Feierabend. Zumindest für diese Dampflok. Neben dem Lokschuppen geht es dagegen hoch her. Einmal mehr wird man daran erinnert, dass hier noch die DDR lebt. Wir hatten uns überlegt, mal was Neues zu machen. Und da in Meißen das eigentlich aus der DDR-Zeiten uns bekannt war, dass von den sowjetischen Freunden die Kohle per Hand abgeladen wurde, haben wir gesagt, das wollen wir nachgestalten, das bauen wir. So sind eigentlich immer so ein paar Interessen und von unseren Modellbahnfreunden, die sich wirklich mit diesen Kleinigkeiten beschäftigen und in mühevoller Heimarbeit und Kleinarbeit alles selbst bauen. Als nächstes erleben wir ein Stück Altmark. Der Modelleisenbahnclub Seehausen widmet sich dem Bahnhof Badel. Die Vereinsanlage präsentiert Ronald Kuhn. Bahnverkehr anno 1970. Ein Schienenbus der Deutschen Reichsbahn fährt vor. In der Altmark lag also dieser Bahnhof namens Badel. Doch wo genau ist das? Ja, wo liegt die Altmark? Zwischen Wittenberge und Stendal, also Magdeburg eher, und zwischen Berlin und Hamburg. In der Altmark gab es sehr viele Eisenbahnen, da gab es sehr viele Kleinbahnen, die von den Bauern damals gegründet wurden, um ihre Güter zu irgendwelchen industriellen Anlagen zu transportieren. Hauptsächlich Rübenanbau. Und die Anlagen sind in der Zwischenzeit alle abgebaut, weil die Struktur natürlich sich verändert hat in der Zwischenzeit. Und die Güter heutzutage eben auf der Straße transportiert werden. Auch der Personenverkehr ist eingestellt. Am Bahnhof trennten sich zwei Linien, hier nachgebaut in einem regional beliebten Maßstab. Ja, TT ist eine Spurweite, die in der DDR sehr weit verbreitet war, die von der Größe her sehr viele Baumöglichkeiten bietet, aber trotzdem auch platzverhältnismäßig relativ gut zu transportieren ist und auch eben darzustellen ist und auch in den damals üblichen Neubauwohnungen gut aufgebaut werden konnte. Ist in der Zwischenzeit technisch so weit fortgeschritten, dass es eine sehr gute Qualität ist, die man vergleichbar mit dem Spurweiten H0 nehmen kann. Vorbei geht es an den Lagerhallen der LPG. Für die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft in der DDR war die Eisenbahn von großem Nutzen. An der Hochrampe wartete das Vieh auf den Abtransport. Doch das war nicht das Kerngeschäft der Bauern. In erster Linie wurden hauptsächlich Rüben verladen. Das heißt, die Trecker und landwirtschaftlichen Fahrzeuge sind mit ihrer Rübenladung an die Hochrampe gefahren, wurden dort verwogen. Die Rüben wurden über eine Rampe, die man dort konstruiert hat, abgekippt in die Waggons und wurden dann mit den Waggons in die Zuckerfabrik zum Beispiel nach Salzwedel transportiert. Auch gegenüber wurde, ganz ohne Rampe, Schweres verladen.
Auf dem Freiladegleis wurden landwirtschaftliche Güter antransportiert, wie Sachen, die man zum Bauen brauchte, Zement, Holz, Kohlen, solche Materialien, alles, was halt zum Bauen benötigt wurde. Nichts liegt zufällig auf der Anlage rum. Es gibt historisch fundierte Belege. Wir haben das Glück, dass wir den Eisenbahnkenner der Altmark-Eisenbahn in der Nähe wohnen haben, den Herrn Wolfgang List in Stendal. Mit dem sind wir im Kontakt und der hat uns sehr viel Material zur Verfügung gestellt, sodass wir darauf zurückgreifen konnten. Ansonsten machen wir natürlich auch Exkursionen vor Ort. Es ist keine Gleisanlage mehr zu sehen. Was noch zu sehen ist, ist das Relikt der Hochrampe, die in den 60er Jahren ungefähr gebaut wurde und die natürlich abzureißen viel zu aufwendig wäre. Aber alles, was Eisen, Stahl oder irgendwie verwertbar ist, ist zurückgebaut. Im Modell lebt alles wieder auf. Der Verein trifft sich regelmäßig. Oft sind es Abende, wo man über neue Projekte spricht. Und dann sind es Abende, wo man dann intensiv auch an der Anlage arbeitet. Also sehr unterschiedlich gehalten. Natürlich gibt es auch Aktivitäten außerhalb des Vereinsabends, der einmal die Woche stattfindet. Das heißt, wir fahren mal zu einem Eisenbahnmuseum oder besuchen andere Eisenbahnvereine. Oder sie beeindrucken die Besucher bei Ausstellungen mit dem originalgetreuen Nachbau ihrer Heimat. Das Schönste, was bei so einer Ausstellung ist, wenn jemand dann hinter uns steht und sagt, an dem Haus, da habe ich gewohnt, da bin ich zur Schule gegangen oder da kenne ich jemanden oder so. Das sind dann so die Momente, wo wir uns dann praktisch unser Feedback holen sozusagen. Unterwegs im Thüringer Vogtland. Auch der Modelleisenbahnclub Weida hat Teile seiner Heimat wie den Bahnhof München-Bernsdorf nachgebaut. Einen Einblick gewährt Detlef Serbser. So sehen sie sich selbst. Prost! Die Modellbauer aus Weida verewigen auf ihrer Anlage neben dem bekannten Schloss auch das ehemalige Vereinsdomizil. Wir haben zur damaligen Zeit eine H0-Anlage gebaut, die maßstabsgetreu den Bahnhof Weida darstellte. Und leider mussten wir nach vielen Jahren die Anlage abreißen. Die ganze Platte hatte sich verzogen, da unsere Räumlichkeiten feucht waren und wir mussten in andere Räume umziehen. In kleinere Räume und hatten halt nicht mehr den Platz für die Riesenanlage. Platz aber für Bahnhof Lederhose. Der gleichnamige Ort existiert heute noch. Also unsere Modulanlage befasst sich mit Bahnanlagen in unserer Ostthüringer Heimat, die es schon längst nicht mehr gibt, die abgerissen worden sind. Der Wiedererkennungswert ist sehr hoch von der Anlage. Es kommt zu vielen Gesprächen mit der Bevölkerung, die sich da mit der Anlage wieder identifizieren können. Eisenbahngeschichte der DDR im Maßstab 1:87. Es geht um eine Zeit, als Güter- und Personenzüge im Verkehr noch tonangebend waren. Aber nicht nur. Auch die Fahrzeuge jenseits der Schienen und das, was das Leben der Menschen an der Strecke ausmachte, spielen auf der Anlage eine Rolle. So mancher sozialistische Slogan gehörte auch dazu. Es ist alles relativ maßstabsgetreu. Natürlich müssen Kompromisse gemacht werden. Wir hatten das Glück, kurz bevor die Strecke abgebaut wurde, noch Fotos zu machen, zum Beispiel das Oschitztal-Viadukt. Das Viadukt wurde auch vermessen und über Fotografien wurde das Modell dann gebaut. Das ist eigentlich ein einzigartiger Bau, den ein Verein in Weida zu erhalten versucht, mit gewissen Maßnahmen der Sicherung, der Wildwuchsentfernung.
Züge fahren heute leider nicht mehr. Was für eine Kulisse. Der Übergang von dreidimensional gestalteten Szenen und gemaltem Hintergrund ist kaum auszumachen. Auch nicht auf der Strecke nach München-Bernsdorf. Das Werk eines Künstlers. Das ist eigentlich auch etwas kurios. Ich stand da an einer geschlossenen Schranke und habe ein Haus gesehen, wo die ganze Fassade bemalt wurde. Und da hat der Maler seine Handynummer hinterlassen, den ich dann sofort kontaktierte. Farblich hat sich der Maler nach den von uns verwendeten Grasfasern und Begrünungsmaterialien gerichtet, sodass ein harmonischer Übergang von den Modulen zur Kulisse entsteht. Und da hat der Maler quasi nach unseren Vorlagen die Kulisse gestaltet. Also nach Fotografien, zum Beispiel der Hintergrund von München-Bernsdorf, ist eigentlich detailgetreu der Ortschaft nachempfunden. Das Bahnhofsgebäude wurde vermessen, fotografiert von allen Seiten und wurde dann nachgebaut. Einfahrt in München-Bernsdorf. Hier endete früher die Strecke. So auch heutzutage auf der Schauanlage des Modellbahnclubs Weida. Also wir steuern das digital und wir haben einen Schattenbahnhof, wo 8 Züge und 2 Triebwagen deponiert sind. Und dann wird praktisch der Zugablauf gesteuert und die Züge machen in München-Bernsdorf Kopf und fahren wieder zurück. Auf Wiedersehen, München-Bernsdorf. Und nach einer erfolgreichen Ausstellung heißt es bei den Vereinsmitgliedern dann wieder Prost. Den Erfolg ist zum Beispiel daran zu sehen, dass wir eine Schülergruppe haben von 5 Schülern, die jeden Dienstag, wenn wir uns zum Clubabend treffen, interessiert an ihren Anlagen basteln und halt der Modellbahn näher gebracht werden. Nicht zuletzt die Geschichten auf Knopfdruck machen den Charme der Anlage aus. Ein Radfahrer merkt unterwegs, dass er was vergessen hat und kehrt um. Jetzt geht es um die Sächsische Schweiz. Auch in Pirna ist ein Modelleisenbahnclub aktiv. Der Vereinsvorsitzende ist Uwe Urbas. Ein Bahnhof, eingebunden in eine Felslandschaft wie in der Heimat der Modellbauer. Wieder ein Verein, gegründet in der DDR. Wir haben momentan 25 aktive Mitglieder und fahren Spurweiten der Größe H0, TT und N. H0 ist 1993 entstanden. Die ersten Fahrten auf der Anlage sind dann im Frühjahr 94 gemacht worden. Und seit ca. 20 Jahren ist von einer analogen Handsteuerung auf eine analoge Automatiksteuerung umgebaut worden. Immer wieder begegnen sich hier Züge. Mit einer Dampfeisenbahn geht es durch eine Landschaft, die romantisch veranlagte Herzen höher schlagen lässt. Eine Burgruine, die in der Sächsischen Schweiz stehen könnte. Ein konkretes Vorbild gibt es nicht. Viel Spielraum also für erdachtes Leben. Mit Ausblick auf die nächste Zugbegegnung. Die Idee war, dass man möglichst lange Züge fahrt und dass ein möglichst abwechslungsreicher Fahrbetrieb möglich ist. Zwei Hauptstrecken laufen unabhängig voneinander. Bis zu 20 unterschiedliche Züge finden auf der über 12 Meter langen Anlage Platz. Neben denen der Deutschen Reichsbahn flitzt ein ICE durchs Bild.
Einer Zeitepoche lässt sich das wohl eher nicht ganz zuordnen. Das ist eine Fantasieanlage mit einer kleinen Verleiterrampe, wo ein bisschen Rangierbetrieb ist, damit es nicht ganz so langweilig hinter der Anlage wird. Spaß muss ja natürlich auch mit da sein. Ne? Und wir wollen ja dann auch zeigen, dass auch eine Anlage, obwohl sie automatisch läuft, eben auch kombiniert mit Handbetrieb möglich ist. So sehr die Anlage bestimmt ist durch den regen Zugverkehr, lohnt sich doch auch der Blick neben die Strecke, ins Flusstal. Das Wasser des Flüsschens wird gestaut und eine Mühle betrieben. Hier unten scheint die Zeit stehen geblieben, abgesehen davon, dass die Störche Nachwuchs bekommen haben. Freizeit am Fluss, entspannen in der Natur. Ob solche Szenen Vereinsnachwuchs anlocken? Im Moment haben wir keine Probleme mit dem Nachwuchs. Wir bieten auch an, auf den Messen, wenn wir angesprochen werden, den jungen Leuten das zu erklären, was wir überhaupt treiben, wo wir sind, wann wir da sind, laden die zu uns ein. Und ja, also bisher hat es gut funktioniert, dass wir auch Nachwuchs dadurch generieren können. Eine letzte Anlage entführt uns in den Spessart. Ein Mitglied der Eisenbahnfreunde Karlgrund hat Heimbuchental nachgebaut. Es ist reiner Schreck. Gleich bei der Einfahrt eine persönliche Note. Liegt das Hähnchen tot im Teller, war der Trecker wieder schneller. Reiner Schreck lässt sich von solchen Sprüchen beim Modellbau inspirieren. Sein Elsawatal steckt voller Überraschungen. Im Bahnhof Heimbuchental wachsen Tomaten aus Kinderknete und Kohlköpfe aus Zigarettenpapier. Meine Begeisterung hat eigentlich recht früh angefangen. Man hat mir schon die Geschichten von der Elsawatalbahn bei uns in der Region als vierjährigen Buben erzählt. Ich bin damals mal ausgebüxt, habe im Wald nach der Elsawatalbahn gesucht. Meine Eltern haben mich auch gesucht und ich hing dann in einem Maschendrahtzaun oben beim Übersteigen fest und bin nicht mehr weitergekommen. Ich habe als Modellbahner habe ich dann mit 8 Jahren mit Märklin angefangen und ich habe dann ein Motiv gesucht, was bei mir zu Hause umsetzbar ist. Und da bin ich dann auf Heimbuchental gestoßen. Und ich habe mir das dann so durch den Kopf gehen lassen und habe gedacht, das ist es eigentlich. Ich habe Bilder dazu, ich habe noch Augenzeugen, ich habe auch einen schönen Farbfilm von 1968. Und das ist eigentlich die optimale Grundlage, um entsprechend nach Vorbild auch zu bauen. Ich selber war ja zur Streckenstilllegung 1968 erst ein Jahr alt. Bei den Schienenfahrzeugen habe ich mich an den Vorbildgarnituren orientiert. Die ganze Anlage spielt im letzten Betriebsjahr, Sommer 1967. Die Bauernhöfe im Spessart besaßen damals Außentoiletten. Der Sohn des Modellbauers sorgte als Linkshänder dafür, dass Papier links liegt. Ich habe da die Gebäude quasi nach Vorbild nachgebaut. Hier habe ich die Zeichnungen erstellt und alles in 2- oder 3-Schicht Architekturmodellbau lasern lassen. Dann habe ich mir überlegt, wo habe ich eine Abnutzung. Was typisch ist, wenn man sich ein Haus anguckt, ist, dass am Fensterbrett links und rechts das Regenwasser immer runterläuft. Pulverfarben haben mir bei der Häusergestaltung weitergeholfen. Ein Sepia-Überzug zum Altern ist ein typisches Mittel, um hier weiterzukommen. Wir sind ja im Spessart zu Hause, Buntsandstein. Ich habe 3 Rottöne. Ich habe
mit Gips. Ich habe die Kipri-Mauerplatten in Kunststoff und ich habe entsprechend noch den roten Sand. Und das habe ich alles einheitlich so eingefärbt, dass man denkt, das ist aus einem Guss. Seine Familie hat bei den Tieren geholfen. Seiner Frau gelang die Katze auf dem heißen Blechdach. Ich habe mir gedacht, wenn ich so ein Projekt anfange und dann versuche ich eigentlich so die Stimmung, das Ambiente einzufangen. Und deswegen habe ich mich ein bisschen angestrengt, die Dinge so, wie sie waren, wenn möglich, umzusetzen. Und den Rest habe ich mich angestrengt, so umzusetzen, wie er mal gewesen sein könnte. Von Haus zu Haus. Ein Lieferservice der Deutschen Bundesbahn, damals vor Amazon und Co. Und hier lässt Rainer Schreck einen italienischen Gastarbeiter temperamentvoll die Holzverladung dirigieren. Aber sein deutschstämmiger Kollege will nicht helfen. Die Nutzfahrzeuge sind teilweise von der Firma Weinert als Metallbausatz. Dann hat meine Frau noch einen alten Militär-Opel-Blitz in Rot noch adaptiert und auch entsprechend angemalt. Und den nehme ich auch quasi immer als Maskottchen mit. Auch wenn Rainer Schreck die Anlage mit seiner Familie gebaut hat, die Eisenbahnfreunde Karl Grund haben in einer Hinsicht wesentlich mitgewirkt. Also die Anlage ist generell immer noch analog. Ich habe einen Eigenregler in Heimbuchental, mit dem kann ich hier rangieren. Und zu Weihnachten haben wir meine Vereinskollegen eine Vereinsentwicklung geschenkt, eine WLAN-fähige Steuerung gebaut, die vom Handy aus zu bedienen ist. Das ist natürlich ein Riesenfortschritt, wenn man hier die Jugend aktiv am Spielen mitnimmt, was ich die letzten Tage auch gemacht habe, dann freuen die sich natürlich, wenn die mit dem Smartphone hier spielen können. Heimbuchental war die Endstation im Elsawatal. Hier stand auch der Lokschuppen. Ihn authentisch auszugestalten, war Rainer Schreck ein besonderes Anliegen. Mein Ansinnen ist eigentlich, dass, wenn man reinguckt, erst mal nur die Sachen glänzen, die glänzen sollen. Da habe ich noch, wie soll man sagen, so ein kleines Hausmittel auf Lager. Ich nehme nämlich auch gern den Ofenruß aus meiner Holzfeuerung. Der zusammen vermischt mit den Vallejo-Farben oder mit anderen Pulverfarben ergibt dann noch mal eine Abtönung in dem Bereich. Wie unrealistisch wäre es auch, wenn Kohleschaufeln fleckenfrei vonstatten gingen? Den Menschen, die hier arbeiteten, setzt Rainer Schreck mit seinem Modell ein Denkmal. Dabei geht es ihm nicht um akribischen Nachbau allein. Er wünscht sich lebendigen Zugverkehr. Die Anlage ist vom Konzept her ein Fremo-Arrangement. Fremo ist Freunde europäischer Modellbahnen. Ich bin seit 2 Jahren auch Mitglied im Fremo. Das heißt, wir treffen uns erstmal privat zum Spielen. Jeder bringt seine Fremo-Module mit. Die werden dann nach Plan zusammengeschraubt. Das heißt, hinter Heimbuchental habe ich dann den Anschluss an die große, weite Welt. Wir fahren dann nach Fahrplan. Und das ist wirklich für mich dann entspanntes Spielen. Die Lust am Spielen, gewiss der Kern des Hobbys, der alle Modellbahner miteinander verbindet und sie sich in Clubs zusammenfinden lässt. Auch das ist ein Stück Heimat.